Und damit moin moin und herzlich willkommen am Sonntagnachmittag bei Hardcore Colonization. Ich hoffe, ihr hattet eine gute Woche, seid gut in euer Wochenende gestartet und habt auch das gut hinter euch gebracht. Bei mir ist schon wieder, ich guck mal kurz aus dem Fenster, Gewitter. Aber das hilft ja beim Köbelspielen, dann hat man nicht das schlechte Gewissen, dass man auch hätte an die frische Luft gehen können. Und ich sag jetzt erstmal Hallo an die, die schon da sind. Das sind der Mickey, die Senfsoße, der Devil to Get, der Mein Devil, hohe Teufelsdichte heute, den Neokermen, den Hans, den Kleems, den Matzenator, den Hamsterlein und den Proxy, den Sakemi, den Freedom Nerd und den Emmertler und zu guter Letzt gerade frisch noch Moin gesagt, der Agener. Und natürlich auch Hallo an alle, die im Chat noch nichts von sich gegeben haben, wie zum Beispiel dem Waha. Und ja, ich habe das Safegame wieder repariert bekommen. Das ist schon mal die gute Sache. Ich habe einen Stand gefunden, der an dem Punkt war, wo diese Space Camp Return Kapsel auf dem Coast zur Apoapsis war, also noch nicht komplett im Orbit. Da habe ich schnell noch einen Orbit draus gemacht und die Annäherung geflogen zum Space Camp, also zur Space Station. Das heißt, wir sind an dem Punkt, wo unsere, ich kann es euch mal kurz zeigen, unser Space Camp Evakuierungsvehikel mit den vier Kapseln vorne dran, sich in der Nähe der Space Station herumtreibt. Wir springen da einfach mal rein. Das habe ich genau wieder so hergestellt. Dann habe ich auch aufgehört. Das heißt, die Hoteltour hat natürlich nicht stattgefunden. Und wir werden es auch nicht nochmal versuchen. Das war nicht so gut. Also Space Hotel ist abgesagt. Okay, wir machen irgendwas anderes. Der Vertrag ist halt leider buggy. Ja, und es freut mich, dass es in Südbaden strahlenden Sonnenschein hat. Ihr Glücklichen. Hier nicht so. Wie gesagt, ich könnte jetzt die Kamera mal drehen, aber da muss ich alles wieder neu einrichten. Sieht nicht so gut aus. Also am Dachfenster läuft extrem viel Wasser runter und vorhin hat es auch so, vor 10 Minuten hat es auch richtig gedonnert. So, da seht ihr hier hinten in 370 Meter Entfernung, gerade ein bisschen steigend, aber das nimmt sich immer nichts. Unsere Raumstation, auf der wir die Leute abholen wollen, hier ist unser Kapselsystem, so wie wir es ursprünglich gestartet hatten. Ich habe einfach, die Rakete war ja schon im Suborbitalflug. Ich habe dann noch den Orbit fertig gemacht, mich angenähert, genau. Solarpanels sind draußen, irgendwo ist auch eine wilde Antenne ausgeklappt, da. Wir haben noch genug Sprit, wir haben, glaube ich, ja, hier gut und gerne 700 Delta V für, naja, minimale Annäherung. Genau, also alles soweit gut vorbereitet. Jetzt müssen wir nur noch die 5 Tage abwarten, bis das Space Camp vorüber ist. Und ja, dann haben wir es. Dann haben wir es. Und in 23 Tagen ist übrigens auch dieses Magnetic Field Environment around Minmus fertig. Also wir kriegen gerade eine ganze Menge an Aufträgen fertig. Und dann erstmal vielen lieben Dank an den Freedom Nerd für 3 Euro Spende. Und es freut mich, dass meine Streams für dich immer so unterhaltsam sind. Das ist ja Sinn und Zweck der Sache. Und wenn ihr dann nebenbei noch ein bisschen was lernt, und ich auch, umso besser. Genau, apropos lehrreich. Der Cookie hat mir am Samstag auch wieder eine Lektion in Sachen Real Solar System verpasst, da muss ich mal gucken, ob ich da am Dienstag aufholen kann. So, ich guck mal hier, hier wird es auch übrigens düster. Ne? Das KSC hüllt sich auch in Wolken. So, ich würde jetzt mal zusammensuchen, was wir heute so machen wollen. Oder was ich heute so mit euch machen will. Dafür gucken wir doch mal in Mission Control rein. Also, aktiv haben wir das Space Camp, das ist fast fertig. Das kriegen wir heute, denke ich mal, auf jeden Fall durch. In 23 Tagen erledigt sich das hier von alleine. Mit ein bisschen Glück können wir, nee, das können wir nicht machen. Pa, 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 pa. Survey of Magnetic Field. Duna ist heute noch nicht. Das werden wir heute auf jeden Fall auch ansetzen. Also Scan for Suitable Location for New Base. Und wir haben noch einen Vertrag frei. Deshalb würde ich jetzt mal gucken, ob wir was finden, was gut korreliert mit, wir müssen irgendwas auf Minmus machen. Oder dann blocken wir den Spot aber etwas langfristiger. Irgendwas mit Duna, da sehe ich schon zweimal Duna. 2100 Units of Ore from Duna, nee, das hatten wir letztes Mal schon ausgeschlossen. Crew Rotation Kerbin Space Station im Moment noch nicht, wobei die dann aber auch bald anstehen wird. Die heben wir uns auf jeden Fall mal auf. Ah, in Franken ist das Wetter also wechselhaft. Tja, ist ja fast wie in Norddeutschland, hier ist das Wetter immer wechselhaft. Es wechselt zwischen starkem Regen und leichtem Regen. So. Ach, guck mal. High Resolution Scan of Minmus. High Resolution Altimetry Scan of Minmus. Ich muss nichts Neues dafür starten. Ich mag mich irren, aber
High Resolution Ultimate. Ob man die kombinieren kann. Und Fabio, vielen Dank für dein Follow. Willkommen bei den Kommonauten und ganz viel Spaß beim Zuschauen. Ich würde ja fast sagen, oder er bringt auch mehr als für Ressourcen. Ressourcenscanner haben wir auch noch dran. Aber der High-Resolution-Scan bringt mehr. Muss man da was Neues starten? Man muss nichts Neues starten. Ja, pass auf, dann nehmen wir doch den einfach mit. Dann bringt uns die Mission einfach noch zusätzliches Geld. Ist ja nicht so, als ob wir nicht schon im Geld schwimmen würden. Haben ist in dem Falle echt besser als brauchen. So, und da wir jetzt gerade nicht so wirklich viel zum Starten haben, wäre jetzt mein Vorschlag, wir zoomen uns mal 5 Tage vorwärts. Zoomen wir uns 5 Tage vorwärts. Die Moonbase Alpha hat noch 29 Tage. Also in einem Monat müssen wir da auch gucken. Aber wir machen jetzt erstmal die Space Station fertig. Dann ist mal endlich ein Vertrag abgeschlossen. So, gucken, dass das nicht zu schnell wird. Zip, zip, zip. Helldunkel, helldunkel, helldunkel. So, dann holt er uns aus dem Time Warp raus und in dem Moment macht der Mattopatz auch noch ein Follow auf den Kanal. Vielen lieben Dank und Kaffee übrigens, ne? Prost. So. Delete und Close. Close Alarm. Ich traue mich immer nicht, dieses Jump to Ship zu machen. Das letzte Mal war es ganz fürchterlich kaputt danach. Wir gucken mal, wie lange wir jetzt noch haben, dass die Space Station da fertig ist, also mit ihrem Space Camp. Und dann werden wir die ganzen Vögel mal evakuieren. So wie sich das gehört, dann haben wir nämlich den Vertrag schon mal durch. Kurz danach kommt dann unsere Minmus-Probe an, also die ist in einem Tag auch da. Und dann können wir uns eigentlich mal langsam, also A, neue Verträge suchen. Und B, eine Rakete bauen, um unsere Moonbase Alpha, also unsere erste Testmondbasis, zu evakuieren. Also damit wir die da wieder rausholen, damit die da nicht elendig verhungern irgendwann mal. Das war halt ein Testcase. Wir sind nicht stromstabil und alles solche Sachen. Und bevor die irgendwann draufgehen, holen wir sie mal lieber nach Hause. Das heißt, das wird auch nochmal spannend, weil da müssen wir mit einem Fluggerät auf den Mond oder auf den Moon in dem Falle, das 4 Kerbals mit zurückbringen kann und auch lebend wieder zurückkommt und im Idealfall wahrscheinlich auch einen Piloten mit dabei hat. So, Space Camp, Space Camp, Space Camp. Wir haben noch 27 Minuten zu absolvieren. Okay, dann würde ich sagen, 27 Minuten, die gönnen wir uns. Wo ist eigentlich der andere Gerät? Ist das hier noch in der Nähe? Ne, es ist schon relativ weit abgedriftet, ne? Wow, das ist aber weit, weit abgedriftet. Was ist hier los? Was ist denn hier passiert? 124, 125. Wie konnte das denn in 5, 6 Tagen so weit abdriften? Da müssen wir mal kurz den Orbit ein bisschen senken. So. Und der La Chica 5 hat, oder die La Chica, ich weiß es nicht. Wie auch immer man das genau ausspricht, welches Geschlecht auch immer es hat. Danke für den Follow. Willkommen bei den Kargonauten. Viel Spaß beim Zugucken. Und wir machen jetzt hier mal. Was ist dein Target? Das ist dein Target? Wie konntet ihr so weit auseinanderdriften? Das ist mir ein Rätsel, aber ist ja nichts, was man nicht korrigieren kann. Weil bevor wir jetzt hier die 27 Minuten sinnlos vorspulen, können wir die Zeit natürlich auch nutzen, um ein wenig zueinander zu finden wieder. Mit unseren Kapseln. Gucken, ob es in dieser Umrundung schon reicht. Wir dürfen natürlich nicht zu niedrig gehen. Wir wollen ja wieder aufholen. Aber wir wollen natürlich auch nicht durch die Atmosphäre durchfallen. Mal sehen. Oh, das sieht aber gar nicht schlecht aus, dass wir da gut rankommen. So, dann werden wir natürlich ein bisschen was noch bremsen müssen an dem Punkt, aber da das in 32 Minuten ist, ist das ja eigentlich quasi Idealzustand, wenn ich mich jetzt nicht noch durch die Atmosphäre dippe im letzten Moment. Das eigentlich gut aus. Dann kommen wir tatsächlich pünktlich zur Abholung vorbei.
gucken, wie weit wir es übertreiben können. Das sieht gar nicht schlecht aus. Also die Inklination ist auf jeden Fall sehr sauber. Oh. Einschlag. Wir docken einfach direkt aus der Annäherung an. So. Okay, das ist doch mal ein schönes Manöver. Das heißt, wir können jetzt eigentlich hierhin und die 27 Minuten runterlaufen lassen, weil wenn die 27 Minuten runtergelaufen sind, haben wir noch ungefähr 3 Minuten Zeit, uns die Abfangkapsel zu schnappen und zu bremsen, bevor sie in uns reinballert. Das heißt, wir machen jetzt mal den Zeitraffer ein bisschen an und drehen uns mit unserer Raumstation eine Runde um den Planeten rum. Damit könnt ihr sie auch nochmal in voller Pracht bewundern. Und dann schauen wir mal. Dann schauen wir mal, was die Kapsel so sagt. Die sich dann wahrscheinlich schon in der Endphase der Annäherung befindet. So, jetzt unterfliegt sie uns nämlich schön. So, wir umfliegen in der Zeit Kerbin ganz schön. Und die letzten 10 Minuten unseres Spacecamps verstreichen. Und dann werden wir wissen, wer von diesen Waschlappen sich zu einem echten Kerbonauten eignet. Und ich werde dann natürlich auch aus den Reihen dieser tapferen Spacecamp-Teilnehmer unsere Minmus-Crew wahrscheinlich zusammenstellen. Vermute ich jetzt zumindest mal. Das würde sich anbieten. So, 17 Sekunden und da unten kommt die Spacecamp-Kapsel, ne? 15, irgendwas Kilometer noch entfernt. Wir haben also noch einen Moment, bis wir die treffen. So, 8 Sekunden, 7 Sekunden. Es wird große Partymusik auf der Station angeschmissen. Ja, irgendwie umfalle ich Kerbin, aber ich glaube, umfliegen ist auch gut. Oder umrunden. Ich finde, mit umrunden kann man sich gut in der Mitte treffen. So, da kommt unsere Spacecamp-Kapsel. Unser Spacecamp ist erledigt. Zack, zack, Häkchen. Jetzt gibt es nur noch Recover all the Kerbals. Und da können wir eigentlich auch schon mal anfangen. Denn wir haben hier einmal ein Fluggerät, in dem sitzt momentan der Fischkopf drin. Und der soll auch wieder zurückfliegen mit denen. Der hatte hier nämlich die Recovery-Rakete. Ich wollte nur einmal dafür... Ah, schade, können wir gar nichts mehr hier lassen. Der muss nämlich auch diesen Dockingport freimachen. Denn an diesem Dockingport soll natürlich unser Evakuierungsfliegerchen andocken. Aber es ist auch eingeplant, dass er im Prinzip die ersten... Habe ich das richtig gerechnet? Er nimmt 2 mit, oder? Dann haben wir noch 12. Dann haben wir noch 4 Kapseln an 3 Sitze. Ja, haut genau hin. Okay, das heißt, wir müssen uns jetzt mal hier irgendwo einen Turi suchen. Und müssen 2 von denen mitnehmen. Dann nicht in den Fallschirm rein, da rein. So, zack. Transfer Crew, zack, zack. Gut, damit haben wir die ersten beiden da drin. Ich gucke nochmal sicherheitshalber, ob das auch wirklich Touristen waren, aber die Namen kamen mir nicht bekannt vor. Also Josie und Barmy. Josie Kerbin und Barmy Kerbin. Sehr schön. Gut, das heißt, der Fischkopf kann hier eigentlich seinen Auftrag als erledigt betrachten und kann jetzt bloß aufpassen, dass ich das nicht wieder zusammentüdel. Die Couple Note machen. Zack. Und kann sich dann jetzt langsam entfernen. Und schon mal auf eine etwas niedrigere Umlaufbahn wechseln. Und jetzt ist nämlich der Dockingport frei für die Space Capsule. Und was ich jetzt mache hier mit dem... Stopp. Du schlägst da sonst gegen. Stopp. Erstmal kurz ein bisschen Gas geben. So. Erstmal ein bisschen Abstand gewinnen. 8,6 Kilometer noch. Also keine Sorge, ich habe die Space Camp Capsule nicht vergessen. So, kommen wir jetzt schon weg. Ja, das sieht ganz gut aus, oder? Nicht die Fenster einschlagen. Knappe Geschichte das. Aber sieht gut aus. Okay, also, die erste Rakete fliegt schon mal davon. Wir bringen die jetzt schon mal auf eine Periapsis von, weiß ich nicht, 80 oder sowas runter. Dann steht die uns nicht im Weg rum für unseren Flug. Oder für unser Undock-Manöver hier. So, wir sind unterwegs. Thrust Limiter ist natürlich mal wieder
maximal ausgeweitet, damit das ja nicht schnell geht. So, und wir gehen auf knappe 80 Kilometer Periapsis runter. Dann haben wir ein bisschen Zeit, bis wir Fischkopf und seine Konsorten einfangen müssen. Und Wildcat Rocketry, willkommen bei den Kobonauten. Viel Spaß beim Zugucken. So, und jetzt sind wir eigentlich so in der, ich sag mal, Endphase der Annäherung von unserem lieben kleinen... Oh, wir haben nicht besonders viel Strom in der Kiste drin, ne? Das ist schon mal gut zu wissen, dass wir es hier nicht übertreiben sollten. So, auf der Raumstation sitzen jetzt noch ein paar Köbels rum. Wie gesagt, die Wohneinheiten lassen wir dran. Die haben wir hochgeflogen. Es wäre eine Schande, die runterzufliegen wieder. Aber ich hoffe mal auch, dass dadurch jetzt die Habitation sich ein bisschen... Oder die Supplies ein paar Tage länger dauern. 9 Tage noch. Wenn wir die jetzt alle rausnehmen. So, jetzt müssen wir mal gucken, wo ist denn unser kleines Gefahrenteil? So, und ich glaube, es ist eigentlich jetzt ein ganz guter Zeitpunkt, auf das Teil zu wechseln, damit wir unser Manöver vorbereiten können, um uns an die Geschwindigkeit anzupassen. Denn das Peinlichste wäre es jetzt natürlich beim Abholen der Touristen mit dem Undockport voran durch die Station durchzufliegen. Ich habe gehört, der durchschnittliche Terrorist, sag ich schon, Tourist und Körbel reagiert relativ ungehalten über spontane Dekompression. So, Control from here. Und wir haben noch 2 Minuten 22, das nenne ich mal Timing. Und währenddessen entfernt sich auch unser Kerbin Space Station Ship. Also die alte Transferbox, meine Güte. Was ist denn heute los? Langsam von unserem Standort, sodass für uns der Undockport frei ist. Wir haben momentan noch vollen Trust. Das ist eigentlich auch okay. Ich glaube, ich werde es ein bisschen reduzieren auf so 25%, dass wir da nicht irgendwie die Solarpaneele abreißen. Und ja, die Raumstation sieht witzig aus mit ihren kleinen Solarpanelen, aber man muss halt nehmen, was man hat in dem Moment, wo man es baut. Und das war in dem Moment nichts anderes als diese Solarpaneele. So, ich mache mal ein bisschen Zeitraffer rein. Da seht ihr die ersten beiden Touristen schon in Richtung niedrigen Kerbin-Orbit fliegen und wir fliegen mit der Rakete hier quasi die anderen 12 nach Hause von den 14 Leuten, die oben waren auf der Raumstation. Aber vorher müssen wir einmal sauber andocken und wir müssen vor allen Dingen einmal dafür sorgen, dass wir nicht die Raumstation kaputt machen. Wir werden ganz leicht dran vorbeifliegen. So, ich nehme jetzt schon mal ein bisschen Geschwindigkeit raus, dass wir nicht ganz so schnell reinkommen. So sieht das, glaube ich, gut aus. So, dann müssen wir mal gucken, auf welcher Seite wir sind. Wir kommen von hinten vom Triebwerk, wenn ich das richtig sehe. Wir müssen auf die Seite, das heißt, ich lasse ihn dann noch ein bisschen Speed übrig, dass wir einmal dran vorbeidriften können. So, schöner, schöner Anflugwinkel. Wir kommen schön knapp dran vorbei. Das würde niemand übrigens bei der NASA freiwillig so machen. Das ist viel zu schnell und viel zu nah. Die hätten wahrscheinlich alle die Hose gerade gestrichen voll. Aber wir sind natürlich hier bei Kerbal Space Program. Wir können solche Sachen... sowas von abziehen. So, und jetzt bremsen wir den Rest, weil wir jetzt auf der Seite sind, wo der Dockingport auch ist. Und stopp. So, sehr schön. Das ist die Ecke, wo wir hinwollen. Und Sirkan Tanut, vielen Dank für dein Follow. Und wir probieren jetzt hier mal anzudocken. Mit der ganzen Bagage. So, unser Target ist jetzt aber hier so. Wir wollen jetzt gerne da unten andocken. Und dafür wollen wir erstmal noch ein bisschen dran vorbei. So. Jawohl. Und ja, ich weiß, ganz viele von euch werden sich jetzt wieder die Haare rauf und sagen, dreh es doch einfach. Aber nein. Ja, ich weiß, dass man das so machen kann. Aber es fühlt sich irgendwie falsch an. Es dreht sich doch nicht die Station zum andockenden Raumschiff, sondern das andockende Raumschiff bewegt sich natürlich auf einem sauren Vektor, um sein Docking-Manöver durchzuführen. Damit es im rechten Winkel andocken kann. Weil es doch viel spriteffizienterer ist, wenn die kleinere Einheit das tut, nämlich das Raumschiff in diesem Fall. So, habe ich jetzt einfach mal beschlossen. Das ist jetzt meine Ausrede, warum ich das so tue. Also, wir driften da kurz ran, dann halten wir kurz an, dann drehen wir den Stöpsel auf den anderen Stöpsel, dann docken wir an und dann soll es das gewesen sein. Und dann packen wir die ganzen Touris ein und fliegen nach Hause. Das ist eigentlich schon die ganze Magie, was wir jetzt zu tun haben. Und in 5 Stunden 40 haben wir sicherlich alle Touristen versorgt und nach Hause gebracht. Stopp. So. Nee, falsche Richtung. Richtige Richtung.
So. Und dann docken wir den Vogel jetzt einmal an. Das ist noch nicht ganz rechter Winkel, aber es ist gut genug, dass man damit arbeiten kann. So. Also ein bisschen Schub nach vorne. So, und den Rest machen wir jetzt über RCS-Düsen. Damit das wirklich ein sauberes Docking wird. Aber das sollte relativ problemlos sein. Relativ problemlos. So, wie gesagt, wir haben jetzt hier ein bisschen kleinere Sachen zu korrigieren, aber das ist alles. Wir haben in den Kapseln RCS, also Monopropellant drin. Ich habe hier nochmal super extra, viel extra Monopropellant mitgenommen. Das Monopropellant hier ist gesperrt, damit die Kapseln damit deorbiten können nachher. So, und wir sind mit dem Undock-Rüssel angekommen. So, wir lassen jetzt hier einfach ohne SAS sein Ding machen. So, damit ist unser Evakuierungssystem erfolgreich angekommen. Jetzt müssen wir nur noch die ganzen Touris einpacken und um Himmels Willen keinen vergessen. Dafür haben wir zum Glück eine vollständige Namensliste, weil sich alle in unser Klemmbrett eingetragen haben, als sie geboardet haben. So, und jetzt fangen wir mal an, Touris einzupacken. Also, Transfer Crew, Hayel. Zack. Rüdel, rüdel, rüdel. Transfer Crew, Ledin. Zack. So, dann haben wir hier drin auch noch vier Crewmitglieder. Also Lublis geht jetzt noch mit den Pod mit rein. Das dauert jetzt immer ein bisschen, einen kleinen Moment, weil er halt natürlich nachladen muss. Aber es ist immerhin besser, als sie alle per Eva rüberzuschieben. Und ich glaube, mit den Touris kann man auch gar keine Evas machen. Transfer Crew, also die drei packen wir jetzt alle gemeinsam in einen Pod rein. Dann haben wir das schon mal leer. So. Also die werden jetzt alle rausgeschoben von der Besatzung und sagt, hier, danke, dass ihr unseren Wein getrunken und unser Essen weggefressen habt. Bitte verlasst jetzt unsere Hütte. So, hier sind die nächsten vier. Und dann sind irgendwo noch zwei andere, die ich noch finden muss. Die habe ich irgendwo anders hingestopft. Mal gucken. Irgendwo werden sie sein. Irgendwo werden sie sein. Es müssen alle Pots müssen maximal besetzt sein, sonst haben wir irgendjemanden vergessen. Und ich muss echt aufpassen, dass ich keinen von der Crew mitnehme, sondern tatsächlich Touristen einpacke. So, wir füllen die letzte Kapsel. Ja, dann mal gucken, ob mein Kapselsystem, so wie ich mir das ausgedacht habe, auch funktioniert. So, jetzt können wir mal schauen, ob hier Thomas und Diana. Ist Thomas ein Touri? Ich glaube nicht, oder? Nee, und Diana ist unsere Biologin. So, wen haben wir hier drin? Im Recycling-Modul muss zum Glück keiner sitzen. Das ist ja total nett. Transfer Crew, da ist keiner drin. Dann vielleicht hier. Natasi ist schon mal ein Touri auf jeden Fall. Zack. Hau drauf, Mito. Das klingt irgendwie abwertend, wenn du das sagst, Bar. Es ist eine Hoch... Ach, was weiß ich. Ja, es ist halt einfach andocken. Fertig. Das ist eine Übungssache. Wenn man ganz ehrlich ist. Gertie Kerman. Jawohl. Gertie ist unsere letzte Touristin. Die hat sich aber auch in den letzten Abschnitt ganz weit hinten verdrückt. So. Damit sind alle unsere Touris an Bord unserer Rückkehrmaschinerie. Und dann würde ich doch sagen, tun wir auch genau das, oder? Nämlich, wir kehren zurück und bringen die Touris nach Hause. Und dafür machen wir Folgendes. Wir nutzen als erstes, also ich koppel jetzt mit dem gesamten Ding ab. Und wir nutzen den Treibstoff, den wir hinten drin noch haben, um erstmal auf einen schönen 70, 71 Kilometer Orbit zu gehen. Mit dem Ding immer noch intakt. Ich hoffe, dafür reicht unser Delta V noch. Und dann werden wir die Kapseln eine nach der anderen abkoppeln und die orbiten über ihr eigenes RCS und die kleinen Düsen, weil da muss nicht mehr viel passieren. Und der Schub reicht dann auch aus. Ja, sodass die alle eine nach der anderen nach Hause kommen, weil das Problem mit mehreren Kapseln gleichzeitig ist immer so ein bisschen hin und her schalten. Das Objekt, was nicht geladen ist, verglüht dann potenziell. Das ist nicht so cool implementiert bei Kerbal Space Program. Aber ich dachte, das war der most inexpensive, einfachste Weg, das zu erledigen. In diesem Sinne fliegen wir jetzt einfach mal los mit der Horde hier. So, ich check jetzt noch mal ganz kurz durch, ob hier keiner von den Vögeln sich irgendwo noch versteckt hat.
weil ich habe keinen Bock, das alles nochmal zu machen. Aber jetzt ist noch einfach anzudocken. Also, Medic, unser Medic ist da. Hastu, unser Engineer ist da. Svensson, unser Scientist ist da. Wildhawk, unser Scientist ist da. Thomas, unser Farmer ist da. Diana, unsere Biologin ist da. Ende der Liste. Das sieht doch gut aus. Und wir haben jetzt auch wieder 27 Tage Supplies. Das können wir auch gleich mal... in ungefähr... Naja, 7 Tage Puffer können wir uns lassen. 20 Tagen... Supply Run Kerbin Space Station. So. Add Alarm. Den dürfen wir auch nicht vergessen, sonst verhungern uns die hier oben. Habitation ist noch okay, wir müssen den halt einfach ein bisschen Essen bringen. Da bin ich aber mal ganz unbesorgt, dass wir das hinkriegen. Aber wir haben jetzt, wie gesagt, ein paar Tage Zeit, bevor wir da in Probleme kommen. So, haben wir irgendwo noch... Ist der Recycler an? Ja, der läuft. Okay, gut. Alles klar, Touris haben wir alle erwischt. Da hinten fliegt, glaube ich, auch die andere Kiste. Und was wir jetzt machen, ist erstmal ein bisschen Abstand gewinnen von dem Ganzen. Damit wir ordentlich manövrieren können. Und dann gehen wir im Orbit auch auf Retrograde, ziehen unser Triebwerk auf... Oh oh. Oh oh. Ganz vielleicht ist mir der Strom ausgegangen. Da müssen wir jetzt kurz warten, bis wir wieder im Hellen sind. Gut, das mit dem SRS hat sich mal für einen Moment erledigt. Also ich habe Solarpaneele dran, keine Sorge. Ich hoffe, die verrecken nicht. Aber ich glaube, ich habe ein bisschen Puffer, ne? 14 Tage, ja. Alles gut. Ich brauche nur Sonnenlicht, dann klappt das auch gleich wieder. Wir haben das natürlich nur gemacht, um Rotation zu erzeugen, damit die Touristen sich langsam wieder an die Schwerkraft gewöhnen. Ihr wisst schon. Hust, hust. Ja. Hoppla. Ja, im Prinzip super gelaufen, bis auf die Stelle, wo mir der Strom komplett ausgegangen ist. Aber so ist das halt auf der Nachtseite. Ich sehe da hinten aber schon ein bisschen Sonnenschein. Senfsoße, das sind jetzt hartgesottene Spacecamp-Teilnehmer. Die waren jetzt, glaube ich, 40 Tage oder sowas. Ich glaube, 40 Tage im Weltall. Eigentlich müssen die das mittlerweile abkönnen. So, jetzt sollte ich auch wieder Strom kriegen. Sehr schön. Total gut. Dankeschön. Retrograde. Und jetzt aber 100%. So. Gut, jetzt können wir tatsächlich mal bremsen, nachdem ich es lange angedroht habe. Naja, geht so. Geht so. Ich muss jetzt mal kurz ihm ein bisschen Zeit geben, seinen Strom aufzufüllen. So, und das geht aber ganz gut dadurch, dass wir jetzt einfach den Antrieb anmachen. Das bringt nämlich auch ordentlich Strom. So, und jetzt gehen wir hier schon mal so auf 71 Kilometer runter. Dann bremsen wir nämlich auf der anderen Seite. Da ist ja heute Tageslicht, hoffe ich mal. So, jetzt können wir hier das SRS ausmachen und maximal aufladen lassen. Ah, Freunde, dieser vermaledeite Strom. Der vermaledeite Strom. So, die sind auf ihrer Apo fast angekommen. Das heißt, wir können jetzt das Kerbin Space Station Ship auch langsam deorbiten. Und da hast du recht. Heute gibt's Leuchtfeuer. Heute gibt's Feuerwerk im wahrsten Sinne des Wortes. Heute regnen die Sterne oder in dem Fall die Touristen vom Himmel. Und kommen alle wieder nach Hause. Und ich guck mal, ob wir irgendwie... Das ist nicht Kerbin Space Center. Das liegt gerade in der Dunkelheit, oder? Naja, dann... Wartet mal, ist das Space Center hier vorne, oder? Ist gerade so bewölkt, ich kann das gar nicht erkennen. Aber es müsste ja hier irgendwo sein. Ja, hier ist es. Okay, aber wisst ihr was? Deorbit all the way. Wir gehen hart und hässlich runter. Und wir probieren mal, ob wir die jetzt direkt am Space Center absetzen können. Also hier im Wasser davor. Da ist nämlich das Space Center, wenn ich das richtig peile. Jawohl, jawohl, das sieht doch gut aus. Sehr schön. Da geht nämlich dann die erste Bagage mal direkt nach Hause. So. Ich lasse ihm ein bisschen Platz, dass sie noch beim Deorbiten Geschwindigkeit abbauen können. Ich meine also,
horizontale Reichweite abbauen können und vielleicht trotzdem noch kurz vorm Space Center ins Wasser platschen. So, jetzt müssen wir mal die Fallschirme scharf machen. Zack, auf 3000 Meter lösen wir aus und auf 500 Meter machen wir ein Full Deploy ungefähr. Copy to other shoots, zack. Arm Parachute. Arm Parachute. Und Arm Parachute. So, damit sind die drei alle aktiv und wir können uns... Habe ich da eigentlich... Heat Shield, das sind übrigens so Dinge, die sollte man immer vorher prüfen, aber alles gut. So, weg damit. Unsere Wiedereintrittskapsel ist unterwegs.